Ob Kogoromori ein Geheimnisträger wird, also Bescheid weiß, dass Conan in Wirklichkeit Shinichi ist und ob es eine Möglichkeit gibt, dass er am Ende von Detektiv Conan sterben wird, darüber werden wir uns wie immer nach dem Intro unterhalten. Was geht ab, Leute? Ich bin's, Kaido Aki, und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Video. Vorab, ich bin etwas erkältet, das sollte aber kein Problem sein und uns eigentlich nicht vom eigentlichen Thema ablenken. Heute geht es um ein Video, welches ich auf YouTube gesehen habe, und dieses Video trägt einen wunderbaren Namen: Kogoro weiß über Shinichi Bescheid, drei Enden für Kogoro Mori. Und ich möchte jetzt einfach mal meinen Senf dazu geben. Dort wurden Sachen gedroppt, die durchaus wahrscheinlich sind, aber es wurden auch viele Sachen in dem Video erwähnt, die einfach schlichtweg unmöglich sind. Warum, weshalb, wieso, möchte ich euch kurz erklären. Also, das Video wurde am 9.3.2017 hochgeladen und wir fangen mal direkt mit dem ersten Ende an. Und zwar wurde hier darüber gesprochen, dass Kogoro Mori im Endeffekt nicht weiß, dass Conan in Wirklichkeit Shinichi ist, und hier wird aber dabei vorausgesetzt, dass am Ende von Detektiv Conan es herauskommt, dass Conan in Wirklichkeit Shinichi ist, also dass jeder Protagonist das erfährt und Kogoro dann schlussendlich der letzte ist, ja, der letzte Protagonist, und dann wieder so ein bisschen rumblödet in seiner Comedy-Manier, dass er sagt, ja, ich wusste es doch die ganze Zeit, dabei hat er es nicht gewusst. Also, meine lieben Leute, wir sehen schon, dass diese erste Theorie relativ unwahrscheinlich ist. Warum, möchte ich nochmal kurz zusammenfassen. Als erstes muss die Prämisse gegeben sein, dass jeder Protagonist am Ende von Detektiv Conan herausfindet, ein Geheimnisträger wird, dass Conan in Wirklichkeit Shinichi ist. Das heißt also, zum Schluss wird also die wahre Identität aufgelöst und jeder Protagonist weiß das. Dass das unwahrscheinlich ist, das wissen wir alle. Das ist also die erste Sache, die erstmal eintreten muss, bevor dann Kogoro quasi der letzte Protagonist ist, dass er es also als letztes erfährt, ja. Das Ganze wird hier so ein bisschen in dieser Theorie gestützt, dass Kogoro so ein Witzbold ist und der oft als relativ lustige, etwas dümmliche Person dargestellt wird, ja. Das lassen wir hier erstmal so stehen. Das war also die erste Sache, das heißt, es müssen schon viele Sachen, die unwahrscheinlich sind, gegeben sein, damit diese Theorie überhaupt eintrifft. Des Weiteren haben wir auch noch eine Aussage, die so ein bisschen dagegen spricht, und zwar wissen wir auch, dass Go schon in einem Interview gefragt wurde, mit welcher Person er sich am meisten aus dem Detektiv Conan Universum identifizieren könnte, und dort wurde halt auch von ihm gesagt, dass es Kogoro Mori ist. Und wir wissen auch, dass Kogoro Mori, auch wenn er etwas dümmlich und ja, lustig dargestellt wird, in den ernsten Fällen doch ein wirklich adäquater, strukturierter und guter Detektiv ist. Und ich glaube auch fest daran, das ist jetzt aber wieder der rein theoretische Teil, dass er am Ende von Detektiv Conan doch nochmal auftrumpfen kann. Das war erstmal so die erste Theorie, auf die ich kurz zu sprechen kam. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die zweite Theorie ein, und dort wurde halt einfach behauptet, dass Kogoro Mori stirbt. Kogoro Mori soll hier also in der Theorie am Ende sterben, bei einem Schusskampf, ja, bei einem Schusswechsel, wie auch immer, zwischen der schwarzen Organisation und der guten Seite, sollte er sich dann hier opfern, um dann letztendlich das Leben von Conan aka Shinichi zu retten, und dann stirbt er. Das ist aber die Theorie, die auch wirklich zu 0,00000% eintreffen kann. Also die nehme ich hier komplett raus. Warum, weshalb, wieso? Stütze ich ganz einfach auf eine Interview-Aussage Anfang 2015. Dort hat nämlich Gosho Aoyama besagt, dass es ein Happy End für Ran gibt. Wie gesagt, ein Happy End ist immer subjektiv. Wir müssen es aus der jeweiligen Perspektive des Protagonisten betrachten. Was ist denn überhaupt ein Happy End? Das müssten wir also erstmal genauer definieren. Aber ich glaube, in keiner Definition, gerade in dem Kontext, den wir als Detektiv Conan Zuschauer, Leser aber auch erfahren haben, ist es ein Happy End für Ran, dass ihr eigener Vater stirbt. Denn wir wissen, dass sie eigentlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihrem Vater, aber auch zu ihrer Mutter hat. Und instinktiv haben wir natürlich alle gehofft, dass ihre beiden Eltern zusammenkommen. Das wurde uns aber auch schon relativ früh am Anfang von Detektiv Conan suggeriert und auch eigentlich immer so, ich sag mal, vorgestellt, dass wir diese Möglichkeit haben, dass sie davon träumt, dass ihre Eltern, also Irikizaki und Kogoro Mori, am Ende von Detektiv Conan wieder zusammenfinden. Also, meine lieben Leute, ein Happy End für Ran ist definitiv nicht, dass Kogoro Mori am Ende von Detektiv Conan stirbt. Das können wir also komplett rausnehmen. Nun möchte ich zu der dritten Theorie kommen, die meiner Meinung nach aber ein sehr, sehr
guten Ansatzpunkt hat. Und zwar geht es hier darum, da stimme ich auch überein, dass Korgor halt so ein bisschen dümmlich dargestellt wird, wie ich es ja auch in der ersten Theorie dargestellt habe. Aber im Endeffekt wissen wir auch, dass er einige Fälle alleine gelöst hat, ja, gerade wenn es auf seine detektivischen Erfahrungswerte angekommen ist, hat er es immer gut gemeistert und gerade wenn es um seine geliebte Tochter gegangen ist, ja, oder um seine Frau, da haben wir Kanonfälle, da haben wir aber auch Non-Kanonfälle, wie zum Beispiel die Kinofilme, die möchte ich jetzt einfach auch mal mit einbeziehen, wissen wir, dass er umschaltet, ja, und definitiv dann so eine Art schizophren ist. Ja, er vollzieht einen Wandel von dieser lustigen Charakterperson. Er wird ja auf einmal ein ernstzunehmender Vater und Detektiv, mit dem auf jeden Fall nicht zu spaßen ist. Und ich glaube, auf diesen Punkt können wir aufbauen, gerade mit dieser Aussage von Gosho Aoyama selbst, dass er sich mit ihm identifizieren würde. Und die Tatsache ist einfach, dass auch immer mal wieder durch die Blumen hinwegkommt. Das Ganze ist jetzt aber wieder ein bisschen theoretisch, das betone ich an der Stelle, dass Korgoror Mori im Endeffekt ein ungeschliffener Diamant ist. Und ich glaube auch fest daran, das ist wie gesagt immer noch sehr, sehr theoretisch, dass am Ende von Detective Conan durchaus eine große Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass Korgoror in einem Moment der Epicness, ja, der einfach extrem krass ist, der fundamentalistisch ist, der einen Wendepunkt darstellen kann, einfach nochmal eine Charakterentwicklung durchlebt und Conan damit konfrontiert, dass er in Wirklichkeit Shinichi ist. Ob es jetzt eine direkte Konfrontation ist, ja, er ihn vielleicht in einer kurzen, ruhigen Minute wegnimmt, er ihn fragt, ich wusste es die ganze Zeit, wir müssen ja das ja immer aus der Sicht des Lesers betrachten, also aus unserer Sicht, dass er ihn damit konfrontiert, dann kann Conan das natürlich abschmettern, wie er zum Beispiel auch mit Takagi getan hat, in diesem Fahrstuhl, weil ja beide wussten, sie sterben, aber es ist im Endeffekt nicht passiert. Oder aber, dass es quasi so eine Art Kopfkino ist, Gedankenspiel, welches Conan nie wirklich erfährt, aber welches wir als Zuschauer erfahren, weil wir quasi seine Gedanken offenbart bekommen. Dass zum Beispiel irgendwas passiert und er dann so, ja, ich wusste es die ganze Zeit. Das halte ich dann doch schon für relativ realistisch. Das war also mein Urteil zu dem Video. Korgoror weiß über Shinichi Bescheid. Da könnt ihr einfach mal auf YouTube eingehen. Kurz Fazit. Die erste Theorie hat also im Endeffekt noch eine geringe prozentuale Chance, ja, sich zu bewahrheiten, dass die eintrifft. Ja. Die zweite Theorie können wir komplett rausnehmen, weil wir da schon ein Fakt haben, eine Aussage aus einem Interview, dass Ran ein Happy End kriegt. Und das Happy End ist in keinerlei Verbindung damit zu verknüpfen, dass Korgoror im Endeffekt stirbt, weil sie ihr eigener Vater ist, ja. Also irgendwie ist das schon mal komplett rausgenommen. Die dritte Theorie finde ich aber wirklich sehr, sehr gut. Die hat auf jeden Fall eine gute Grundlage und dieser Theorie würde ich mich im Kern, ich habe ja noch Zusätze gebracht, im Grunde anschließen. Ja, ich glaube also auch, dass in Korgoror noch mehr Potenzial steckt, als uns Zuschauern quasi durch die Blume, aber auch offensichtlich vermittelt wird. Um das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen abzuschließen, möchte ich nochmal auf den einen kommen, und zwar die ganze Beziehung zwischen Eri Kisaki und Korgoror Mori. Ich habe das Thema schon in einigen Videos angeschnitten, ich möchte hier nochmal ein paar grundlegende Äußerungen dazu treffen, und zwar geht es erstmal um diese grundsätzliche Trennung. Viele Leute denken, die sind getrennt, das stimmt nicht, ja, das heißt, sie leben nur getrennt. Die sind immer noch verheiratet, sie haben sich nicht scheiden lassen, das Ganze wurde also nicht aufgehoben, die Ehe wurde also nicht annulliert, sie leben nur getrennt, um Abstand zu brauchen, um vielleicht über die ein oder andere Situation nachzudenken. Auf die einzelnen Punkte, warum es überhaupt so weit gekommen ist, dass sie sich getrennt haben, wahrscheinlich getrennt haben, möchte ich nicht sprechen, da habe ich glaube ich auch schon einige Videos zu dem Thema gemacht. Ich möchte hingegen eher zu einem positiven Abschluss kommen und zwar glaube ich auch in Bezug auf die Aussage, dass Ran ein Happy End kriegt und auch wenn wir uns die letzten Fälle angucken, wussten wir von Anfang an, dass es ein etwas abgekühltes, distanziertes Verhältnis zwischen Eri und Korgoror gibt. Aber mit jedem Fall, wo beide Protagonisten involviert waren, zum Beispiel wo Korgoror unter Verdacht stand, das heißt jemand wollte ihm einen Mord anhängen, Episode 214, wer das Ganze nachlesen möchte, Band 27, Kapitel 264 bis 66, wo Eri dann letztendlich geholfen hat, ihren Mann rauszuboxen aus der Affäre, weil es ja einfach schlichtweg nicht gestimmt hat. Da gab es aber auch noch andere Fälle, wo wir dann wussten, okay, irgendwie ist da doch noch mehr. Wie wir zum Beispiel auch nochmal gesehen haben in der Episode 609, Band 69, Kapitel 725 bis 727, hier ging es um den White Day. Der White Day ist quasi das erweiterte Gegenstück vom Valentinstag. Valentinstag ist in Japan zumindest so und ich glaube auch in Südkorea, dass da eigentlich eher die Männer
beschenkt werden. Und am Right Day ist es meistens das Gegenteil, also dass die Männer die Frauen beschenken, auch meistens in Form von weißer Schokolade, deshalb White Day. Aber in Europa ist es meines Erachtens nach nicht verbreitet. Natürlich kann es einzelne Subkulturengruppen gehen in irgendwelchen Facebook, Reddit, Gruppen, Foren oder sowas, die das halt einfach untereinander machen, oder irgendwelche Paare, die auf dem Anime-Trip sind. Das möchte ich hier gar nicht ausschließen. Dort hat nämlich Eri auch ein Geschenk bekommen von Kogoro, was natürlich auch nochmal so symbolisch dafür steht, dass man doch an den Partner denkt und ihn auch irgendwo ein bisschen vermisst. Ja, um das Ganze vielleicht nochmal ganz kurz abzurunden, ich denke mal, ist dann auch nochmal die Episode 901, und zwar wo Eri Kisaki entführt wird und Kogoro natürlich dann wirklich zum Held kommt. Ein Mann, laute Definition, geht hin, verteidigt seine Frau, ja, natürlich mit schützendem und robustem Einsatz. Aber das Ganze wird doch vielleicht nochmal extra in einem separaten Video behandelt. Worauf ich im Endeffekt hinaus will, ist einfach, dass wir wirklich eine Tendenz sehen, dass es eher zu einem positiven Ende zwischen Kogoro und Eri führt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr in den Kommentaren darüber diskutieren würdet. Was haltet ihr von der ganzen Sache? Schreibt mir eure Meinung, Gedanken rein, würde mich wahnsinnig interessieren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Kaido Akai.